Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst. Unsere Freunde und Verbündeten haben sich alle schon für deine pünktliche Hilfe bedankt. Wie schaffst du es nur, immer gerade rechtzeitig anzukommen? Purer Zufall, würde ich sagen. Was gibt es sonst noch Neues? Mal sehen. Sturm schreit immer noch nach Mutterkristallen. In den Reichen herrscht weiter Chaos. Und der Himmel sieht immer noch aus wie ein 2 Tage alter Tritt in die Nieren. Von daher... Oh. Clive, wir wussten beide, was passieren würde. Also, nicht das mit dem Himmel, aber du weißt, was ich meine. Jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt für Zweifel. Stattdessen solltest du nach Joshua sehen. Taya sagt, dein Bruder ist wach. Danke, Otto. Also war nicht Silver, sondern Olivier Ultimas Marionette. Und als Dion dies erfuhr, wollte er ihn niederstrecken. Doch sein Vater warf sich in den Speer, der ihn befreien sollte. Worauf Dion sich selbst vergaß. Kein Wunder, dass er nicht aufwacht. Ich hätte auch Angst davor. Hätte ich ihn doch nur früher gewarnt, vor der Bedrohung durch Ultimas Plan. Doch nun liegen ein Reich und sein Prinz in Scherben am Boden. Joshua, was weißt du über Ultima? Sehr wenig, befürchte ich. Selbst nach so langer Zeit. Vor 18 Jahren lag ich unter den Trümmern des Phönixtors begraben, als meine Retter mich fanden. Ich entkam. In den Tagen darauf erfuhr ich das erste Mal von Ultima. Seitdem jage ich seinem Schatten hinterher. Ultima verfolgt irgendein finsteres Vorhaben und du scheinst dafür eine Art entscheidender Eckstein zu sein. Er will dich um jeden Preis haben. Selbst wenn dafür ein Reich fallen muss. Warum ich? Was für einen Nutzen habe ich für so eine Kreatur? Oh, das ist eine der Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Doch, eines weiß ich. Es ist keine Willkür. Die Wahl auf dich, viel bewusst. Es verfügt jeder Dominus über die Macht einer Esper. Aber unsere Kräfte sind trotzdem nicht grenzenlos. Ich beherrsche nur das Feuer. Und ich nur das Eis. 8 Hüter für 8 Elemente. Doch du, Clive. Du bist etwas Besonderes. Du besitzt nicht nur die Flammen von Ifrit, sondern noch andere Kräfte. Dass es Ifrit überhaupt gibt, stellt unser Wissen über Domini auf den Kopf. Vielleicht hat Ultima auf einen Dominus wie dich gewartet, denn deine Kräfte sind grenzenlos. Ich bin diesem Ding schon des Öfteren begegnet. Warum hat er dann nicht von mir Besitz ergriffen, so wie er es mit Olivier getan hat? Ich kann leider nur raten. Ich vermute, dass ihr irgendwie nicht zusammenpasst, dass sein Geist und dein Körper nicht harmonieren. Sein Geist? Geist, Bewusstsein, Seele, was auch immer. Ich glaube, dass Ultima nicht mehr als das ist. Das macht es so schwer, ihn völlig in mir einzuschließen. Wie bitte? Einschließen? Mit jedem neuen Tag schwinden meine Kräfte. Die Flammen des Phönix heilen die Wunden, die mir Ultima zufügt. Doch das hat seinen Preis. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu vernichten. Solange ich noch kann. Was hast du dir nur gedacht? Sonst hätte ich ihm Clive ausgeliefert. Ich bin nur meiner Pflicht nachgekommen.
Also hast du für mich dein eigenes Leben einfach weggeworfen? Joshua! Clive, komm schnell! Eine Armee Akasischer steht vor Kanva. Also, wie ist die Lage? Hat Taya noch nichts gesagt? Die Hauptstadt der Freien Städte wird belagert. Und zwar von einer monströsen Horde. Die Stadtwache tut wirklich ihr Bestes, doch ich fürchte, es sind zu viele, um sie aufzuhalten. Was ist mit Lord Byron und Mitt? Konnten sie noch fliehen? Nein, aber sie sind erstmal sicher. Verstecken sich mit Gav an Mitts Schiff. Wir müssen sie da rausholen. Werden wir auch. Otto, schick einen Stolas. Sag Gav, er soll da bleiben, wo er ist. In Ordnung. Vivian, was ist die schnellste Route nach Kanva? Das solltest du am besten die Karte fragen. Sieh hier. Diese Straße durch Tabor sollte am unkompliziertesten sein. Gut. So ein Zufall. Tabor ist auch mein nächstes Ziel. Joshua, dein Ziel ist jetzt das Bett. Denkst du etwa, ich hätte ihm nicht schon genau das gesagt? Wäre Taya nicht so eine talentierte Heilerin, würde ich mich wohl eurer Meinung anschließen. Doch dank ihrer Fürsorge kann ich meine Begleiterin wieder aufsuchen. Sie wollte in Tabor warten, falls wir getrennt würden. Also gut, wir reisen zusammen. Clive! Wenigstens ist er dann bei mir. Wir schaffen das. Danke. Bruder. Ich werde auf ihn aufpassen. Meine Begleiterin war bei mir, bis ich zum Phönix wurde. Ich bin mir sicher, dass sie den Kampf bis zum Ende beobachtet hat. Sie wartet vermutlich in Tabor auf mich. Dann lernt ihr euch endlich kennen. Sieh an, schon wieder hier? Was möchtest du denn wissen? Es ist wichtig, seinen Platz in der Welt genau zu kennen. Ich habe alle Einzelheiten hier. Deine heutige Lektion ist beendet. Also, wenn du mich fragst, braucht sich da was zu. Clive! Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Im Versteck haben alle ihre... Dieses verdammte Buch! Clive, wegen dir stecke ich in diesem Schlamassel, also hilf mir gefälligst jetzt auch wieder raus. Es geht um ein Rezept. Bin ich der Richtige dafür? Ich kann nicht besonders gut kochen. Das Kochen kannst du getrost mir überlassen. Ich brauche nur ein wenig von deiner Zeit, ja? Oh, und vielleicht dein Schwert. Du erinnerst dich an Yvonnes Eintopf, oder? Nun, trotz des Aussehens und des Gestanks verschlingen die Leute das Zeug. Also wollte ich mich auch einmal an einem dieser Meisterwerke versuchen. Ich habe ins Buch geschaut und es versucht, aber... Es war nicht so einfach wie erhofft. Das Problem hatte Yvonne auch. Ja, aber das ist meine verflixte Küche. Ich will nicht übertrumpft werden. Wenn du mir hierbei nicht hilfst, Clive, nehme ich dir das übel. Wer will sich schon mit der Köchin verscherzen? Natürlich werde ich dir mit dem Rezept helfen. Also, was steht diesmal auf dem Speiseplan? Es gibt gebratenen Himmelswurmleberschmarrn. Ein toller Name, was? Enthält Himmelswurmleber, logischerweise. Und dazu Drachenkraut.
Nur habe ich leider noch nie zuvor von diesen Zutaten gehört. Ich habe es mit Schweineleber probiert, aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Laut Yvonne sind die Rezepte in dem Buch Jahrhunderte alt. Wer weiß, ob es die Zutaten überhaupt noch gibt? Nun, ich finde, das ist eine Frage für einen Gelehrten. Vielleicht kennst du einen. Ein freundlicher alter Mann mit einem Bücherregal verheiratet. Gut. Ich gehe und frage Hippokrates. Vielleicht weiß er was. Falls ja, dann finde ich deine Zutaten für dich. Das hoffe ich. Denn sonst kocht bald nur noch Yvonne für dich. Hippokrates, ich habe eine Frage bezüglich des Buches, das ihr Yvonne geliehen habt. Ah, Valistea, eine kulinarische Pilgerfahrt, eines meiner Lieblingsbücher. Der kühne Eintopf des jungen Mannes hat exquisit geschmeckt. Ich hoffe, wir kommen in Zukunft in den Genuss weiterer Köstlichkeiten. Genau deshalb bin ich hier. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich Himmelswurmleber und Drachenkraut finde? Ah, die sagenumwobene Delikatesse aus Sanbrek, also. Köstlich. Bei den Schilderungen zu dem Gericht läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen. Nun, Himmelswurm ist ein etwas antiquierter Name für den Wyvern. Aus seiner fein gehackten Leber besteht die Masse, die gebraten und zerteilt wird. Wyvernleber? Klingt sambreksch. Man könnte meinen, dass die Jünger Bahamuts etwas mehr Ehrfurcht vor den Geschwistern ihrer Esper haben, aber offenbar nicht. Ich glaube, der spezielle Drache, den das Rezept verlangt, ist der Blaurücken. Man sagt ihm nach, dass er die Farbe des weiten Meeres hat. Nach so einem werde ich mich umsehen. Und was ist mit dem Drachenkraut? Engelshauben im heutigen Sprachgebrauch. Farne, die an der Küste von Nordstedt wachsen. Wie ich gehört habe, sind das bernsteinfarbene Sträucher mit betörendem Duft. Sie sollten leicht zu finden sein. Übrigens glaubten die Menschen früher, Wild sollte am besten mit den Beilagen serviert werden, von denen es sich ernährt hat. In dieser Hinsicht ist Leberschmarren zweifellos ein typisches Gericht der damaligen Zeit. Wenn ich also eine Zutat finde, finde ich wahrscheinlich auch die andere. Auf nach Nordstedt. Viel Glück, Clive. Und heb mir einen Happen auf, wenn es angerichtet ist. Wie ein Traum. Wir zu viert zusammen unterwegs.
Du hast Spaß, ja? Gav und die anderen könnten gerade jetzt in Gefahr sein. Natürlich. Tut mir leid. Jote ist sehr verlässlich. Bezüglich Canva wird sie sicher bereits Informationen sammeln. Tabor ist nicht weit. Beeilen wir uns lieber. Diese Ruine ist aber günstig gefallen. Seien wir vorsichtig. An Ruinen sind auch Echos nicht weit. Den da! Sie gehören dir! Torgal, fass! Da, Torgal! Fass! Erzähl uns von Jote, Joshua. Sie ist willensstark, loyal und tödlich mit der Klinge. Im Grunde wie Clive, nur mit besseren Manieren. Verletzt. Was ist passiert? Bist du allein? Alter Flut! Da vorne! Sie hat das Lager verschlungen. Die anderen, sie sind schon alle akasisch. Hier in der Nähe gibt es ein Dorf. Tabor. Dort leben gute Menschen. Keiner wird entkommen, wenn die Männer bei ihnen einfallen. Wir dürfen das nicht zulassen. Warte hier. Ich kümmere mich drum. Danke. Unser Lager ist da vorne. Abseits des Pfads. Ich bitte dich, rette Tabor. Vergebt mir, Lord Kupka.
Ruhe in Frieden. Das Lager sollte nicht weit sein. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Schon wieder eine Flut. Sie sind jetzt überall. Wir müssen da durch. Halten wir die Augen offen. Gut. Sie sind noch hier. Ich bin verwundet. Das ist wohl kein Akasischer. Du gehörst zur Einheit? Ja. Ich habe Lärm gehört. Das sind die anderen. Es war zu spät. Einer deiner Kameraden hat mich hierher geschickt. Ein Überlebender? Wo ist er? Sag schon. Er hat es nicht geschafft. Er hat richtig gehandelt. Dieser Monster. Das war nicht mehr meine Truppe. Du hast Tabor gerettet. Hier. Ich danke dir. Wir kennen uns doch, oder nicht? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Nein, diese Narbe. Bei der Faust von Titan, du bist Sid. In Kostnice hast du meine Kameraden getötet. Und in Rosalith hast du Lord Kupka getötet. Mit Hugo Kupka bin ich fertig. Ich habe keinen Groll auf seine Gefolgsleute. Aber ich auf dich! Feigling, zieh deine Waffe! Ich werde Lord Kupka rächen! Gut. Wenn es sein muss. Für Titan! Ja! Du kannst so nicht kämpfen. Dann wird es schnell vorbei sein. Komm schon, töte mich! Warum? Für die Sünden deines Herrn? Wir beide kennen uns nicht. Und ich werde nicht einfach einen wehrlosen Mann töten. Nein, du täuschst mich nicht. Lord Kupka hat uns von deinen Verbrechen erzählt. Du bist ein Mörder, kein
kein... Mensch? So wie du und deine Freunde? Ich bin nicht wie du. Aber wenn du mich nicht töten willst, dann geh. Geh! Doch glaub mir, wir sehen uns wieder, Sid. Irgendwann. Geschafft. Warst du schon mal in Tabor? Ich war schon fast überall. Seid willkommen. Besucher sind eine Seltenheit in Tabor. Und jetzt, Joshua? Das Haus gleich rechts hinter dem Stadteingang. Dort finden wir sie. Womit kann ich helfen? Bald! Hier, die bestellten Lederreste. Danke. Die Edelsteine warten schon darauf, poliert zu werden. In letzter Zeit komme ich viel zu oft mit leeren Händen nach Hause. Danke für die Rehkolle, Herr Jäger. Eine Ätherflut, ja. Und gar nicht weit weg von hier. Oh je. Hoffentlich wird sie nicht gut. Was hältst du von deinen neuen Stiefeln?
Lord Clive Rossfield, es ist mir eine Ehre. Ich bin Jote, Ritterin der Ewigen, beauftragt mit dem Schutz seiner Gnaden Joshua Rossfield, Auserkorener des Phönix. Natürlich. Jetzt ergibt alles Sinn. Für dich vielleicht, aber... Die Ewigen sind treue Diener des herzoglichen Throns. Oder genauer gesagt, seines Erben. Sie dienen unserem Haus seit Generationen, wenn auch im Schatten. Seit ihrer Gründung sind sie mit der Bewahrung und Durchführung der heiligen Riten der Ahnenkommunion betraut. Nach dem Vorfall am Phönixtor waren es die Ewigen, die mich geborgen haben. Seit ich Rosaria verlassen habe, hat Jote immer ihre schützende Hand über mich gehalten. Ohne ihre Hilfe hätte ich meine Reise wohl nicht überlebt. Bitte, erhebt euch. Euch gebührt mein Dank. Ihr habt meinem Bruder das Leben gerettet. Ich habe meine Pflicht getan. Berichte. Was hast du entdeckt? Euer Gnaden. Es ist wie befürchtet. Das Schiff, das wir in der Nacht der Katastrophe am Dominium erspäht haben. Es war die Einherja. Ohne jeden Zweifel. Die schwarze Galeone. Joshua? Die Einherja ist das Valuta-Flaggschiff. Was haben die am Dominium zu schaffen? Als ich von Valuts Verwicklung in die Ereignisse in Drachenfang erfuhr, verspürte ich den Einfluss Ultimas und bat Jote und die Ewigen, in der Sache zu ermitteln. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die schwarze Galeone nach Ausbruch der Kämpfe Anker gelichtet und Kurs nach Süden gesetzt hat. Nach Canva? Dann sind es die Valuta, die hinter dem Angriff stecken. Was von ihnen übrig ist, ja. Und die schwarze Galeone segelt nur auf Befehl eines Mannes. Barnabas Tarm. Sind wir hier drinnen wirklich in Sicherheit? Die Stadtwache wurde bezahlt, falls ihr das meint. Ein Grund mehr, für sie davonzulaufen. Es steht euch frei zu gehen, Herr Minister. Verlassene Märkte, Lagerhäuser in Flammen, verkohlte Schiffsrümpfe verstopfen unsere Häfen. Canva ist ruiniert. Die Welt droht ins Chaos zu stürzen und ihr habt nichts anderes als eure Finanzen im Sinn? Ich bitte euch, an Rafgir ist Dalmekia Canva doch um Längen voraus. Ihr wagt es. Sehr geehrte Mitglieder des Rates, bitte verzeiht seiner Majestät diese Störung. Was habt ihr... Was hat das zu bedeuten? Etwas spärlich. Doch ich fürchte, dieser Ort muss genügen, Milord. Also gut. Meine Herren, versteht ihr es nicht? Der König, er rettet uns aus den Klauen der Akasischen. Er ist ein Geschenk des Himmels, eine göttliche Fügung, unser aller Erlösung. Und wenn seine Majestät eine Vergütung verlangt, sind wir natürlich gerne bereit, einen gerechten Preis auszuhandeln. Schweigt! Eure Ignoranz stellt euch bloß. Eurer Majestät, verzeiht, wenn ich irre, aber tragen die mordenden Heerscharen, die in Canvas Straßen das Blut der Bürger vergießen, nicht die Farben von Valut? Ha! Ihr könnt es also nicht leugnen. Wachen, ergreift sie und führt unsere Gäste in den Kerker.
Genug. Erbärmliche Kreaturen. Dass ihr euch einbildet, ihr würdet der Erlösung würdig sein. Das Mädchen ist noch hier, in dieser Stadt. Auch ihr Bewusstsein trieft vor Hochmut wie einst das ihres Vaters. Ein Bewusstsein, an das Mythos untrennbar gebunden ist, das ihn anziehen wird. Geh und heiße ihn willkommen. Ja, Eure Majestät. Komm, Mythos. Das Licht des Prinzen kann dich nicht gesättigt haben. Also, wie lange ist Valut schon unter Ultimas Kontrolle? Das ist die Frage. Nach allem, was wir von Barnabas wissen, wenigstens seit einigen Jahren, vielleicht mehr. Mit welchem Ziel? Was ist Ultimas Plan? Das Bild. Zeig's ihnen. Phönixtor, Drachenhauch und nun hier. Was ist es? Es ist alt, uralt sogar. Von dem Glauben, den es darstellt, ist nichts geblieben, außer was man dem Bild selbst entnehmen kann. Auch über das im Apoditerium wusste niemand etwas, selbst die Ewigen. Doch ich glaube, die Bilder geben Auskunft über Ultimas Bestrebungen. Die Figur in der Mitte, unter der die Esper versammelt sind, sie halte ich für Ultima. Er ist ein Gott, zumindest gottgleich, jenseits unserer Vorstellungskraft. Die Esper, und somit auch ihre Domini, sind dazu bestimmt, ihm zu dienen. Während einige wie Barnabas diese Rolle akzeptiert haben, weigern sich andere, wie du, Clive, was ungelegen sein dürfte, da er dich am meisten zu benötigen scheint. Götter mögen keinen Ungehorsam. Ja, da hast du vermutlich recht. Clive, dürfte ich Jote vom See erzählen? Wenn du das möchtest. Jote, ich begleite meinen Bruder zu den freien Städten. Während wir unterwegs sind, möchte ich, dass du über Clives Kameraden wachst. Omia Lostelan Tui Sargelith. Es fehlt ihnen an erfahrenen Kämpfern, die das Versteck im Ernstfall beschützen können. Aber es ist meine Pflicht, euch... So wie es meines Bruders Pflicht ist, nicht wahr? Wenn es das ist, was ihr wünscht, euer Gnaden. Aber bitte, gebt Acht auf euch. Wenn euch etwas zustöße, ich... Du hast mein Wort. Lebt wohl, Milord, Milady. Wir danken euch, Jutta.
finden wir unsere Freunde. Du scheinst dir sehr viel zu bedeuten. Sie mir auch. Deshalb musste ich sie gehen lassen. Einmalige Gelegenheit. Ist hier irgendjemand mutig genug für ein Abenteuer? Kann man deine Dienste zufällig mieten? Ich plane nämlich ein Attentat. Doch nicht wortwörtlich. Nun, ja und nein. Durch Zufall bin ich an einen für jemanden meines Fachs wertvollen Hinweis gelangt. Ein stattlicher Alp-Avis wurde auf den Feldern von Korava gesichtet. Alp-Avisse sind brutale Bestien. Aufgrund ihrer Natur gibt es fast keine ausgewachsenen Exemplare. Diese jedoch haben eine Haut von unschätzbarem Wert. Und du willst sie verkaufen? Letztendlich ja. Zuerst würde ich sie natürlich gerben, sodass sie zu einzigartigen Wunderwerken verarbeitet werden kann. Avis-Haut an sich ist schon ein seltenes Gut, aber das schöne Leder eines reifen Exemplars, das würde eine Summe einbringen, die selbst Gilbert vor Neid zu Tränen rühren könnte. Bring mir diese Avis-Haut und ich werde die kostbaren Früchte unserer beider Arbeit mit dir teilen. Na gut, ich erlege den Avis. Das hatte ich gehofft. In diesen schweren Zeiten wäre es töricht, eine solche Gelegenheit verstreichen zu lassen. Nimm das Osttor und folge dem Pfad, dann halte dich an der Weggabelung rechts. Sobald du das Tovani-Tor erreichst, ist es nur noch ein Steinwurf bis zu den Feldern von Korava. Ich erwarte deine sichere und vor allem triumphale Rückkehr. Cyril, wie läuft die Suche? Gut, euer Gnaden. Mein Bericht wird euch bald erreichen. Jote ist auf meine Bitte hin ab jetzt andernorts beschäftigt. Es ist ihre Pflicht, euch zu schützen. Gewiss. Doch wie ihr seht, ist mein erster Schild wieder an meiner Seite. Gestatten, Cyril, Ritter der Ewigen und Führer der Flammenfeder. Ernannter Chronist und Schreiber seiner Gnaden Joshua Rossfield, dem Auserkorenen des Phönix, und Großherzog Rosarias. Ich habe Cyril gebeten, die Aufsicht über die Nachforschungen zu Ultima zu führen. Alle Hinweise seiner Brüder und Schwestern trägt er zusammen und ordnet und archiviert sie dann hier. Wie viele Mitglieder zählen die Ewigen? Zu wenige, Milady. Doch jeder einzelne von uns ist dem Phönix treu ergeben. Damals, wie auch heute noch, auf ewig. Verstehe. Wie du siehst, war ich all die Jahre nicht allein. Und ohne die Ewigen wäre ich nicht hier. Vertrau ihnen, Clive. Ja? Ist der Phönix das Licht, sind wir die Schatten, die sein Strahlen entfaltet. Im Verborgenen wollen wir dienen. So wie ihm, nun auch euch. Bitte nehmt dies an euch. An
diesem Abzeichen können die Mitglieder unseres Ordens euch erkennen. Kann ich euch sonst noch dienen? Nein, ihr könnt gehen. Jawohl. Auf nach Canva. Irgendwann erklärst du mir das. Cyril scheint etwas, Du hast ziemlich seltsame Kameraden, Joshua. Die freien Städte werden belagert? Bist du sicher, dass die Richtung stimmt? Sich nicht mit dem Leitwolf anlegen sollen. Achtung!
erwacht! Hast du dich verlaufen, Fremder? Hier hast du jedenfalls nichts zu suchen, also kehr am besten gleich um. Sein. Aber kampflos ergeben wird er sich deswegen nicht. Ah!
riecht furchtbar. Hoffentlich ist sie den Gestank wert. Auf geht's. Hier ist die Haut. Ganz wie gewünscht. Ich wurde schon ganz ungeduldig. Schnell, gib sie mir. Oh, so zart wie die Wange einer Jungfer und doch so eisern wie ihre Tugend. Alles, was ich mir erhofft hatte und mehr. Offensichtlich war mein Vertrauen gerechtfertigt. Du musst ein erfahrener Jäger sein, um ohne einen Kratzer so ein Biest erlegen zu können. Warum wirst du nicht mein Partner? Mit meinem Vermögen und deiner Kraft könnten wir so reich werden wie die alten Handelskönige. Das war eine einmalige Sache. Ich habe schon genug zu tun. Na gut. Unsere Begegnung war zwar sicherlich vorherbestimmt, aber es wäre unschicklich von mir zu betteln. Dann werde ich dich jetzt auch nicht weiter aufhalten. Hier, für die Haut. Du hast nicht zufällig einen guten Wetzstein im Angebot? Ich glaube, da kann ich die Edelsteine gehen nach Kanva und die Kisten nach Dalimil.
Was hältst du von deinen neuen Stiefeln? Du da! Endlich! Bisher hat mir einfach niemand Beachtung geschenkt. Was ist los? An der Universität hingen die Studenten immer an meinen Lippen. Doch hier in der Ferne bin ich nur ein herumirrender Greis. An der Universität? Du bist ein Gelehrter? Ein Spezialist für alte Kulturen. Der versierteste in ganz Valestea, sagen manche. Lass dich von diesen zerschlissenen Lumpen nicht täuschen. In meiner Glanzzeit hätte mich nichts von meinen Studien abhalten können. Doch jetzt sitze ich hier, ein Schwätzer, der von den vielen Stufen in Tabor besiegt wurde. Die Antworten, die ich suche, scheinen für mich in unerreichbarer Ferne. Würdest du einem alten Mann einen Gefallen tun und für mich die Treppen in Angriff nehmen? Für eine entsprechende Belohnung natürlich. Ich soll also die Treppen nehmen und... Und dir ein paar Inschriften für mich einprägen. Vorausgesetzt, du kannst sie lesen natürlich. Man sagt, dass eine freundliche Seele Hinweise auf Tabors lange Geschichte in die Steine geritzt hat, die im Dorf verstreut sind. Es sind drei an der Zahl. Je einer im Norden, Süden und Osten. Ich bin in der Hoffnung hierher gekommen, dass diese Inschriften Licht auf ein Rätsel werfen, über das ich schon lange nachdenke. Nämlich die sonst nicht dokumentierten Ursprünge des einzigartigen Volkes von Tabor, das sich so von denen der umliegenden Regionen unterscheidet. Ich kann nicht versprechen, dass ich mir alles perfekt merken kann. Merke dir, was du kannst. Den Rest füge ich zusammen. Geh zu den Kuppelpavillons. Unter jedem sollte ein solcher Stein zu finden sein. Vorsicht beim Einpacken. Ich will keine Falten und Kratzer. Vor, als hätte ich heute schon 100 Häute entfleischt. Konzentrier dich gefälligst. Ein Ausrutscher mit dem Schaum. Die meisten unserer Brüder und Schwestern leben unter dem Volk. Unauffällig und unsichtbar. Auch hier in... Wie kann ich euch dienen? Tatsächlich... An diesem Ort... Das ist natürlich Die Geschichte unseres Ordens... Selbstverständlich. Ihr seht also als für zu diesem jedoch auf bald.
Nicht hier. Die freien Städte werden belagert? Ambrosia brauche ich jetzt nicht. Und los! Pfleg, Ambrosia! Lauf wie der Wind! Kanva scheint sich noch nicht geschlagen zu geben. Ob wir in dem Gewirr Gav und die anderen finden? Wir wollten uns in einem Lager am Hafen treffen, wenn etwas schief läuft. Beeilen wir uns. Hört ihr es donnern? Endlich! Ich hab schon gedacht, du wärst von der Klippe gestolpert. Schließ nicht von dir auf andere. Schön, euch zu sehen. Gab's Ärger unterwegs? Nicht der Rede wert. Da seid ihr ja. Und ist das etwa... Ja. Wenn ich vorstellen darf, mein Bruder. Joshua. Clive hat schon von dir erzählt. Endlich treffen wir uns mal. Ich bin Midderdoll.
Aber alle nennen mich Mit. Milady? Mein Junge! Onkel Byron. Du bist es wirklich, dass ich das noch erleben darf. Und diese Akasischen wurden gesteuert? Ja, sah ganz so aus. Leerer Blick, blaues Leuchten. Sie waren verwandelt, aber sie haben keinen Mucks von sich gegeben. Das muss ich leider bestätigen, Clive. Da waren ganze Trupps in den Straßen. Sie bewegten sich gezielt in Gruppen und wie auf Befehl. Ultimas Werk? Vielleicht. Und die Stadt? Die Bürger? Tot, fürchte ich. Zum Glück nicht alle. Ein paar von ihnen sollen sich in der Kuria verschanzen, gleich hinterm Händlerviertel. Und am anderen Flussufer sollen sich auch noch einige in ihren Häusern verstecken. Wenn die Akasischen die Leute dort entdecken, werden ein paar Türen sie nicht aufhalten. Holen wir sie da raus. Schnell. Was schlägst du vor? Wir werden uns aufteilen. Ich gehe Richtung Händlerviertel und du suchst am anderen Ufer. Würdest du mit ihm gehen? Natürlich. Gemeinsam finden wir sie bestimmt. Verstanden. Was ist mit uns? Mit. Ist es fahrtüchtig? Das Schiff, der Mithril-Antrieb braucht noch ein paar Justierungen. Dann beeil dich, ja? Selbst wenn wir die Überlebenden retten, schaffen sie es niemals zu Fuß. Überlass das mir. Könnt ihr beide mit den Rücken freihalten? Schaffen wir mit links. Ich pass auf sie auf. Hast mich wohl an der Backe, Byron. Für dich, Lord Rossfield, du vorlautes Gör. Wollen wir auch? Du passt auf Clive auf, ja? Seid vorsichtig. Ihr beide. Du auch. Los, Torgal. Suchen wir die Überlebenden. Gegen diese Bestien haben sie keine Chance.